Ja, wie man ganz gut sehen kann, der nächste Morgen ist angebrochen. Wir haben jetzt hier unsere Spinnertour begonnen. Was natürlich nicht so schön ist, ist, dass strahlender Sonnenschein ist. Da mögen wir das beide nicht so zu spinnern. Obwohl auch schon große Fische, bla bla bla, aber wir halt noch nicht. Ja, jetzt haben wir es. Wie spät ist? Ich guck mal so kurz auf mein Handy. Ja, moderne Welt, wa? Moderne Welt. Ich glaube, es ist 8 oder so. Halb 7, 8. 7, halb 8. Viertel nach 7. Viertel nach 7, na, passt. Ja, und ja, unser Nachtangelplatz, wie man gerade da hinten gesehen hat, ja, war nicht schlecht. Und wir gucken jetzt aber hier, gucken noch ein bisschen die anderen Buhnen und sowas an. Und da hinten, mal sehen, ob man die, da hinten ist auch noch ein bisschen Wasser, das sind noch ein paar Altarme und sowas. Die gucken wir uns auch noch mal an. Dann wechseln wir vielleicht mal den Nachtangelplatz, wa? Richtig, richtig. Okay, alles klar. Na dann. Ja, na dann. Hau an Videos an der Oder. Wa? Ja, auf jeden hier. Fall. Genau. Tim hat einen. Jo, kleine Plötze mit Styropor an der Strömungskante. Hat schön über dem Grund halt getängelt dann. Ja, mal sehen. Ordentliche Kopfschläge. Bin kein Fachmann, aber ich würde sagen, ist ein Zander. Müssen der Kescher. Klein ist der nicht, müssen der Kescher. Ja, du hast ja noch nicht mal in die Nähe gedrillt, Mann. Chill dich mal und konzentrier dich auf den Fisch. Alter. Kescher. Wo ist der Kescher? Nicht mal in Sichtweite. Wow. Schöner Fisch. Schöner Fisch, auf jeden Fall. Ich meine, es ist jetzt auch ein 130 Gramm bleiben, oder? Ja, war ja klar, dass du wieder daneben liegst, Mann. Deine erste Vermutung ist immer falsch. Soll ich cashern oder filmen? Ich filme lieber, wa? Ja. Kriegst du alleine hin. Digga, das ist ein Wels. Ja. Nice. Das ist ein Wels. Ich glaube nicht, dass ein Wels auf Köderfisch geht. Ja, Team Dia hat vorhin noch die Behauptung aufgestellt, dass er glaubt, dass Wälse nicht auf einen kleinen Köderfisch gehen. Nun wurde er eines Besseren belehrt. Ah. Das ist ein richtig dicker Aal! Nein, ohne Spaß! Kleiner Wellen. Ja, Petri heilt Team die. Petri, dank! Ja, gerade erst ausgelegt, vor einer Viertelstunde oder so, 20 Minuten, dann hat es plötzlich losgepiept. Der erste Waller meines Lebens. Ja, yeah, zeig mal gestern her. Gestern Nacht hatten wir schon richtig dicken dran. Und heute klappt.
schnell sogar. Das ist ja ordentlich. Ja, schön hier vorne gehakt und es hat funktioniert mit Styropor. So wie vorne drinnen. Warte, ich hole mir die. Ja, erstmal für die Kamera, wa? Bevor ich ja, mach mal hier. Pose mal ein wenig. Der erste. Ja, ein bisschen höher halt, ein bisschen höher. Der erste Wels meines Lebens. Nicht ein Riese, aber sehr schön. Ein Wild. Ja. Coole Sache, Mann. Ja, ne? 60, 70 so. Würde ich schätzen. Wie viel waren wir es eigentlich? Mal geguckt. Ach, mein Handy hat keinen Akku mehr. So, wollen wir mal kurz essen? Noch ein richtiges kleines Baby. Ja, naja, wir haben schon kleinere gefangen. Und auf 70. Ja, so hätte ich ihn auch geschätzt. Wollen wir mal legen? Oder machst du dir zappelt ab? Ab hier. Ein richtig fetter Adler. Ey, sah aber auch so aus, man, wirklich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da ein Wels drauf geht, auf diese grünen Plätze. Ich verstehe nicht warum, ist doch ein Raubfisch wie der andere. 75 cm Kraft aufwenden kann. Ist nicht normal, wirklich. Aber ich habe am Anfang wirklich gedacht, dass es ein vernünftiger Zander ist. Ja. Weil der sich auch nur auf einem Fleck die ganze Zeit gehalten hat, ohne großartig versuchen, Strom oder was weiß ich. Ja, na dann lass mal wieder raus, wa? Genau, mein erster Wels, mein erster Waller. Hau an, Videos, Kitchen Release. Woo! Vorn zurück. Fängt. Ja, dann hat es ja jetzt doch noch geklappt. Ein Wels. Wow. Schon den Zielfisch des Jahres geschafft. Dann müssen wir jetzt neue Ziele setzen, sodass wir dann über einen Meter gehen. Equipment und alles, was wir uns besorgen, damit uns die ganz fetten dann auch nicht mehr abgehen. Ne? Ja, Petri Altim die. Jo,